Hi, und schön, dass du wieder dabei bist. Du siehst, ich habe meine Handschuhe an. Das heißt, ich werde dir heute was zeigen. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen über CBC Beauty Konzept. Und zwar hatte ich ja da was ersteigert gehabt und habe gesagt, dass ich die Farben in einem separaten Video mache, also den Farbauftrag. Ich werde dir das andere Video verlinken, dann kannst du dir das dann nochmal angucken, wenn du möchtest. Aber es hat sich jetzt noch was ergeben, wo ich gedacht habe, ich bringe das jetzt einfach mal mit rein und ich bin auch mega stolz drauf. Und zwar hat der Tobias hat ja eine Facebook-Gruppe auch zu seinem Shop, werde ich dir natürlich auch verlinken. Und da sind immer Wettbewerbe. Und ich habe bei einem mitgemacht und zwar bei dem Goldie Collars-Wettbewerb. Also das waren dann, du musstest halt Tipps machen, wie du die Farbgele verarbeitest, also aus seiner Goldie-Serie. Das Video werde ich dir nachher mal einblenden. Dann siehst du genau, welche ich da eingesendet habe. Ich war bei den Anfängern und habe auch einen sehr schönen Platz gemacht, womit ich auch nicht gerechnet habe. Und das zeige ich dir jetzt mal. Ta-da-da-da. Ups. Ich habe wahrhaftig Platz 2 bei den Anfängern gemacht. Ich bin so happy. Wie gesagt, das ist das allererste Mal gewesen, dass ich bei einem Wettbewerb überhaupt mitgemacht habe. Und ich bin mega stolz auf meine Urkunde. Also ich bin so happy. Also oh, Platz 2. Wie gesagt, fürs erste Mal finde ich das total okay. Ach, ich freue mich da so mega mäßig. Das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen. Ja, ich bin doch ganz schön stolz. Ja, und da habe ich, da hat der Peter dann, hat halt, die anderen haben natürlich auch eine Urkunde gekriegt, logischerweise. Moment, stell scharf, das passiert. Und wir haben wahrhaftig sogar noch eine Kleinigkeit bekommen, womit ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Und zwar einmal, okay, na, was zum Naschen. Und ich hatte jetzt zwei Farbgele drin. Und einmal ein Glitzerpuder. Das kommt auch immer gut. Und ich habe mir gedacht, dass ich dann die beiden auch direkt mit zusammen auftrage. Also es sind jetzt fünf Farben, die ich dir gleich zeige. Und der Peter war noch so nett, mir zwei Modellagegele zu schicken, die ich dir zeigen darf. Moment, ich glaube, so ist das besser für dich. Und zwar ist es das einmal das Aufbaugel klar und einmal das Aufbaugel Pink, Milky White, White Milky, Entschuldigung. Und ja, bin ich gleich mal echt gespannt, weil der Thomas hat auch im Moment eine richtig geile Aktion. Da könnt ihr halt alle Modellagegele für einen Gesamtpreis kaufen. Ansonsten, ich glaube, der hat da, Moment, müsste ich mal eben in mein Handy gucken. Der hat, ich glaube, die beiden kosten jeweils 6,90 und sind 15 Milliliter drin und da kann man für 6,90 eigentlich nichts sagen. Er hat da zwei Modellagegele, die kosten 7,90. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte die mal alle ausprobieren, da hat er wirklich einen richtig tollen Deal. Da könnt ihr alle fünf Modellagegele für 25 Euro kriegen. Statt, Moment. 36,50, muss man mal ein bisschen gucken. Ich möchte euch auch nichts Falsches sagen. Ich werde mal das Bild von dem Superdeal auch einblenden, damit du mal genau siehst, aha, guck, was hat er da? Und ja, der hat auch ein richtig gutes Gel. Das ist das Cover Gel Nude. Das habe ich auch schon auf vielen Fotos in der Gruppe gesehen. Also das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das würde mich auch noch interessieren. Muss ich mal gucken, ob ich mir das auch zulege. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Man kennt das ja, ne? Okay, man kann nie genug haben. Ich bin jetzt gleich auf jeden Fall mal auf die Modellagegele gespannt, auf die Farben. So oder so. Ich bin am überlegen, Farbe oder Aufbaugele. Ich guck mal, ich werde das jetzt gleich spontan entscheiden. Werde mir alles herrichten und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich habe jetzt soweit alles fast aufgebaut oder mir zurechtgestellt, aber ich wollte euch schon mal zeigen. Also es hat sich wirklich sehr viel in den letzten Wochen so getan bei CBC. Das ist noch der alte Tiegel und hier haben die jetzt neue Etiketten drauf. Finde ich richtig schön. Also die haben sich da echt Gedanken gemacht und jetzt kannst du dir überlegen, ob du da nochmal den Namen von deiner Farbe dahin schreiben willst oder ob du vielleicht die Nummer drauf schreiben willst, ne? Weil die meisten tragen die ja auf und dann vergeben die ja die Nummern. Also ich glaube, da kann man sich das wirklich überlegen, was man da drauf schreiben will. Aber ich finde das schön. Also das finde ich, das hat auf jeden Fall was. Hat er sich wirklich Gedanken gemacht, der Thomas. Jetzt mache ich mir noch eben die beiden anderen jetzt auf. Und ja, das, was ich schon sehe. Ja. Das ist schon, joa. Und ich habe aber natürlich auch, wie sollte es anders sein, geschlabbert. Ich weiß schon, warum ich die Handschuhe immer anziehe. Aber die, die mich ja schon länger verfolgen auf meinem Kanal, wissen ja, dass ich dafür einfach ein Talent habe. So. Oh, die funkeln so schön. Tue die mir jetzt mal ein bisschen näher, damit du auch gleich so sehen kannst. Wenn du Fragen hast, kannst du auch da in der Gruppe immer schreiben. Also die Mädels sind wirklich super nett. Der Thomas ist auch sehr aktiv in der Gruppe. Also wenn nicht, dann, wenn du da noch Fragen hast zu irgendwelchen Produkten, kannst du den Thomas auch selber direkt anschreiben. Da kriegst du immer eine richtig liebe Antwort. Also da kann ich wirklich nichts zu sagen. Jetzt tue ich mir mal die Deckel hier weg. So, ich denke, das kann man sehen. Und er hat ein paar Grüntöne, die sind jetzt so am neuesten drinne. Wirklich sehr verschiedene. Ich glaube, ich habe auch schon das eine oder andere Foto mal nicht gesehen. Dann starte ich jetzt mal ganz einfach. Und das ist hier, Moment, da muss ich noch hier auf den Tiegel gucken. Das ist Brown Red. Ich muss sagen, ich habe so gar keinen Braunton. Jetzt gehen wir auch einmal, ne, hier durch. Direkt auf Herz und Nieren prüfen. Ja. Ich würde jetzt sagen, ist nicht ganz so flüssig. So. Ich mache das mal so, dass du das sehen kannst. Das ist aber ein sehr, ui. Das ist aber ein sehr schönes Braun. Wie gesagt, ich habe gar kein Braun. Oh, das gefällt mir aber richtig gut. Ich habe jetzt wirklich, also ich finde, es zieht jetzt groß keine Schlieren. Es sei denn, ich wäre jetzt mega blind. Und ich finde, das deckt ja wirklich, das deckt ja Hammer. Das deckt echt gut. So. Jetzt mache ich mit dem Pinsel sauber. Ich glaube, ich gehe da trotzdem mit dem anderen Pinsel jetzt rein. Das ist echt nicht schlecht. So, dann habe ich hier einmal das Classic Red. Das wird jetzt ein bisschen flüssiger, ne? So. Ich hoffe, man kann was erkennen. Also ich finde, die decken echt gut. Also, doch, ich finde, das deckt echt gut.
So hat man auch sehr lange was von der Farbe, ne? Wenn die so gut decken, man braucht halt nicht viel Produkt. Finde ich, dann decken die doch ziemlich gut. Muss ich einmal meinen Glitterpinsel holen? Ja, ich habe so ein bisschen für das und das einen extra Pinsel. Aber auch die, die mich schon länger abonniert haben, die wissen, dass ich da auch ein bisschen eigen bin, was das angeht. So, hier haben wir Metallic Fuchsia. Das ist so hier mit so einem, ich sag mal jetzt, Pearly-Effekt drin. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen dicker von der Konsistenz. Ich denke, das reicht schon so. Sogar schon einen Ticken zu viel gewesen. So noch mal. Doch, also ich finde, die decken mega gut ab. Was auch sehr gut ist, habe ich auch schon viele Fotos gesehen. Ich glaube, das nennt sich Metallic Plum. Irgendwie so Plum. Ich finde das Wort von dem Farbstil, ich finde das so genial. So, hier kann ich ja mal. Hätte ich da drauf schreiben müssen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, genau. Das Farbgel Metallic Berry. Einmal hier vorne. Auch wieder so. Pearly-Effekt. Aber das ist flüssiger, das sehe ich schon. Das sieht man ja, wenn ich den Tiegel schon kipp, ne? Also, das habe ich jetzt drauf. Und das ist ja so ein halbwegs großer Tipp. Das ist ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, boah, das ist mega. Und wie gesagt, die decken so super ab, ne? Das ist schön. Oh, vor allem die beiden könnte man direkt super kombinieren. Wüsste ich sofort, was ich damit machen würde. Auch als French wüsste ich da auch direkt, was ich. Ja, ich glaube, ja, eins meiner Modelle wird, glaube ich, bald mal dran glauben müssen. Jetzt kommen wir zu Giftgrün. Obwohl ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich kein Mensch, also kein Fan so von Grün bin. Ich glaube, ich habe das. Seit wann trage ich Nägel? Ah, ich glaube, seit knapp 8 Jahren. Wenn es hochkommt, auch mal mit Pause natürlich. Ich hatte noch, ich glaube, ich hatte bis jetzt einmal einen grünen Nagel. Aber das hat ja schon was. Es geht für mich schon fast in Neon rein. Auch einmal. Ja, das ist auch ein bisschen flüssiger. Ich finde, also ich bin so einer, wenn ich dann grün trage, würde ich das dann auch immer auf einem Finger machen. Vielleicht als French, aber ich glaube, dann würde ich mir wahrscheinlich was drüber stempeln. So, dann bin ich mal gespannt, wie das abdeckt. Na, da würde ich aber jetzt zweimal machen, ne? Ja, das würde ich zweimal auftragen jetzt. Aber finde ich nicht schlimm dafür, dass die anderen nur einmal aufgetragen werden müssen. So.
wo man jetzt hier auch nicht mehr so großartig was sieht, aber den würde ich auf jeden Fall, das Giftgrün würde ich ein zweites Mal auftragen, was ich auch gleich mal machen werde. Aber so mega schön. Wie gesagt, die werde ich nicht nochmal auftragen, also muss ich ja keine zweite Schicht drüber machen. Hammer. Oh ja. Oh ja, werde ich jetzt erstmal aushärten, zweite Schicht drauf machen und ja, ich melde mich einfach gleich wieder zurück. So, ich wollte jetzt auch nochmal hier das Grün zeigen. Wie gesagt, das habe ich nochmal ein zweites Mal hauchdünn aufgetragen. Und ja, es ist auf jeden Fall gedeckt, ne? Also wenn man da auf Nummer sicher gehen will, ich meine, es ist ja meistens so zwei dünne Schichten. Wie gesagt, auf den anderen habe ich gar nichts mehr gemacht. Also da bin ich super begeistert. Also wenn ich das gewusst hätte, weil ich habe mir da jetzt leider ein bisschen Zeit gelassen, weil ich da momentan nicht so die Zeit für hatte. Aber ich muss sagen, richtig mega toll. Also ich bin echt begeistert. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir vielleicht demnächst die beiden drauf mache. Oder vielleicht den und den. Ach, ich weiß es nicht. Könnt mir ja mal schreiben, welche Farben ich probieren soll. Und wenn jetzt Leute kommen, jetzt sagen, jetzt kannst du ruhig grün drauf machen. Ich würde dann einen Finger drauf machen. Und das werde ich euch dann auch extra abfilmen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr, ne, einfach mal reinschreiben. Ist auf jeden Fall, also finde ich echt mega toll. Wirklich. Jetzt komme ich noch zu den Modellagegelen, zu den zwei. Habe ich mir auch schon aufgemacht, ne? Also wie gesagt, das sagt es ja schon, einmal klar und einmal Pink Milky. Konsistenz ist auf jeden Fall mittelviskos, aber man sieht, die haben, also das hat auf jeden Fall schon mal einen schönen Honigeffekt. Das finde ich ja immer klasse, da muss man sich, also ich mag die, wenn die halt diesen Honigeffekt haben. Da bin ich ehrlich, weil da muss man sich auch kein abkämpfen beim Aufbau. Und ich finde es jetzt gerade für einen, der wirklich mega Anfänger ist und zum ersten Mal macht und sich dann auch vielleicht einen abkämpfen muss, der wird da die Lust dran verlieren. Also da muss man ja auch mal offen und ehrlich sein. Ja, und dann hier einmal Pinky. Pink Milky White. Pinky. Also finde ich richtig toll. Wollte ich aber jetzt mal das Pink, wollte ich jetzt mal auf jeden Fall auftragen. Aber kann ich auch direkt beides machen, ne? So. Für Babyboomer natürlich richtig gut geeignet. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Weil das nutzen ja viele. Ich mache das jetzt mal nur so ein bisschen grob jetzt, ne? Also für den Finger wäre das nämlich jetzt viel zu wenig. Mir geht es nur darum, dass ich einfach mal gucken will, wie sieht's aus? Ich nehme aber noch was. Jetzt will er nicht. Moment. Das passiert mal. Na. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe da eine leichte Fluse eingearbeitet. Klasse. Oh ja. Thomas wird es mir bestimmt verzeihen. Aber finde ich eigentlich so. Hat auf jeden Fall was. Ich werde da mal was ausprobieren. Bis gleich. So,
Also, wie es der Name schon sagt, ne? Pink im Auftrag und dann Milky White. Also hier so härtet das dann halt direkt aus. Und dann habe ich einfach ein bisschen Make-up-Gel mal drunter gemacht, um zu gucken, wie es dann auf dem Make-up-Gel aussieht. Und da sieht man wirklich, dass es halt, ne? Also dieses Weiß, also dieses Milchige einfach ist, finde ich. Das sieht man, also kann man richtig gut erkennen. Ich hoffe, du erkennst das so gut. Ja, was das hier ursprünglich werden sollte, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich wollte einfach nur mal sehen, wie es dann aussieht, wenn ich Make-up-Gel drunter habe. Ja, und dann einfach der hier, das ist das normale, klare Aufbaugel. War jetzt auch ganz einfach anzuwenden. Aber ich denke, ich werde da wirklich erst mehr sagen können, wenn ich da mal so zwei, drei Modelagen mitgemacht habe. Dann werde ich auf jeden Fall auch mal mein persönliches Fazit dazu geben. Weil ich weiß, dass das einigen ja auch immer sehr wichtig ist, aber auch natürlich ein Video immer dazu. Und ich, wenn ihr wirklich Lust drauf habt, dann werde ich das mal machen, dass ich wirklich dann ein Video mache, nur mit den Sachen jetzt von Beauty Konzept. Wenn ihr das möchtet, dann einfach mal einen Daumen hoch hinterlassen, dann weiß ich Bescheid. Ja, und Thomas, danke schön, dass du mir die beiden mal hier mitgeschickt hast. Ich bin schon echt gespannt, die auszuprobieren. Und deine Farben sind wirklich, ja, die sind der Hammer. Also, ich weiß wie gesagt wirklich immer noch nicht, was ich als erstes benutzen soll. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, das wird wirklich auch spontan entschieden. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wie gesagt, wenn du was beim Thomas dir auch gerne zulegen möchtest, wie gesagt, ich werde alle Daten nochmal in die Infobox packen. Und vielleicht hast du ja wirklich Lust, diese Aktion, diesen Juni-Deal mal einzugehen. Ich finde, man kann da wirklich nichts sagen. Also es sind wirklich 5 Tiegel, die ihr für das Geld bekommt, für 29 € und jeweils 15 Milliliter. Also das ist schon wirklich, also das finde ich, ist ein sehr guter Preis. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video auf jeden Fall wieder. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und eine ganz schöne Woche.